Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Nachgefragt. Täglich fahren rund 22.000 Mitarbeiter in den Industriepark Höchst zu ihren Arbeitsstätten. Doch was verbirgt sich noch hinter den Toren? Ist es nur Industrie? Ganz klares Nein, denn neben den Hightech-Anlagen und hochwertigen Produktionsstätten hat der Standort Höchst noch mehr zu bieten. Zum Beispiel ein Juwel der Industriearchitektur. Und welches das ist, das möchte ich heute einmal genauer unter die Lupe nehmen. Mit seinen 90 Unternehmen ist der Industriepark Höchst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region und ein guter Nachbar für sein Umfeld. Er ist heute einer der größten Chemie- und Pharmastandorte in Europa. Doch auch dieser Industriestandort begann einmal ganz klein und blickt inzwischen auf über 150 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Seit 90 Jahren mittendrin steht ein Meisterwerk expressionistischer Architektur, der Peter-Behrens-Bau. Turm und Brücke sind als Wahrzeichen der ehemaligen Höchst AG seit Jahrzehnten ein bekanntes Symbol. 90 Jahre nach seiner Einweihung hat das Bauwerk nichts von seiner Faszination verloren. Jetzt stehe ich hier vor dem Juwel des Industrieparks Höchst, dem Peter-Behrens-Bau. Peter Behrens war übrigens schon in den 1920ern ein bekannter und bedeutender Architekt, der damit beauftragt wurde, das technische Verwaltungsgebäude der Farbwerke, ehemals Meister Lucius und Brüning, zu entwerfen. Später entstand dann aus diesem Meisterwerk, architektonischen Meisterwerk, das Wahrzeichen der ehemaligen Höchst AG. Und heute hat der aktuelle Standortbetreiber Infraserv Höchst seinen Verwaltungssitz hier im Peter-Behrens-Bau. Und was dieses Gebäude wirklich so besonders macht, das möchte ich herausfinden und treffe dazu gleich auch noch jemanden, der es eigentlich besser kennt als kaum ein anderer. Hinter einem bescheidenen Haupteingang wird der Blick in der Kuppelhalle förmlich nach oben gezogen. Den Besucher erwartet hier ein ganz besonderes Zusammenspiel von Farbe und Licht. Besonders auffallend sind die Glaskuppeln in Form eines Kristalls. Ihre kristalline Form ist das Leitmotiv des historischen Gebäudes. Überhaupt finden sich kristalline Formen in verschiedensten Variationen wieder. Die Lampen an den Decken, die Mosaiken auf dem Boden, die gestuften Pfeiler, deren Farben nach oben hin bewusst heller werden. Eine vor dem Bau des Gebäudes gezeichnete Skizze von Peter Behrens überliefert seine ersten Vorstellungen. Es gibt einen Mann, der mit dafür sorgt, dass auch nach 90 Jahren immer noch alles so gut erhalten ist. Herr Springer, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Der Peter-Behrens-Bau, ein wirklich ganz besonderer Ort in diesem Industriepark Höchst. Wahrscheinlich auch für Sie ein ganz besonderer Arbeitsplatz. Ja, es macht schon Spaß, jeden Tag hier auf die Arbeit zu kommen. In diesem Gebäude, denkmalgeschütztes Gebäude. Man braucht auch eine gewisse Kenntnisse. Ich bin seit 6 Jahren hier im Gebäude, hat aber im Unternehmen schon über 40 Jahre, habe schon etliche andere Gebäude im Industriepark betreut, aber es ist was anderes, eigentlich in so einem Gebäude tätig zu werden. Würden Sie uns rumführen ein bisschen, ein paar Orte zeigen? Mach ich gerne, ja. Alles klar, Dankeschön, machen wir uns auf den Weg. Reinhold Sprenger führt mich als erstes in den Maschinenraum des Paternosters. Über große Zahnräder laufen die Antriebsketten der Gondeln. Ich spüre die Besonderheit, die dieser Ort ausstrahlt. Es gibt kaum noch Paternoster, in Frankfurt zum Beispiel nur noch in 3 Gebäuden. Weiter geht es von ganz unten nach ganz oben in den Glockenturm. Die Glocken sollten ursprünglich mit einem musikalischen Motiv aus Richard Wagners Oper Parsifal die Arbeitszeiten regeln. Interessanterweise wurden sie aber noch nie benutzt. Außer Herr Sprenger legt selbst mal Hand an.
Der Behrensbau im Industriepark Höchst ist eines der berühmtesten Gebäude, die Peter Behrens entwarf. Umso größer ist das Interesse der Besucher. Allein 2013 besuchten 1300 Neugierige den Peter Behrens-Bau und ließen sich von dem Zusammenspiel der Farben und Formen beeindrucken. Wir sprechen immer ganz gerne von einem Juwel. Es ist ein Juwel des Industrieparks hier, oder? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Denn Industrie ist eine Sache, aber so ein Gebäude, das fast ja schon sakralen Charakter hat, auf einem Industriepark, sehr ungewöhnlich. Am 26. August 1920 ist der Peter Behrens hier für 2 Tage das allererste Mal gewesen und im September hat er schon die ersten Entwürfe. Das ist aus dem rausgesprudelt und die ersten Entwürfe spiegeln schon fast original das wieder, was dann geworden ist. Er hat alles gemacht, jeden Türlauf, jede Türklinke und die sind alle noch da, sie sind alle erhalten. Das, was über die Zeit verbaut gewesen war, hat jetzt wieder ihre Schönheit weitgehend wiedergefunden. Ganz toll. Der Besuch des Peter-Behrens-Baus ist eine Reise in die Vergangenheit. Der altehrwürdige Hörsaal wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und in den Formen der 50er Jahre wiederhergestellt. Die Ausstellungshalle ist eine weitere Besonderheit des Peter-Behrens-Baus. Sie bildet eine farbliche und räumliche Einheit mit der Kuppelhalle, dem Herz des Bauwerks. Ein Hauch von Nostalgie weht hier durch den Industriepark Höchst. Der Peter-Behrens-Bau ist ein imposantes Meisterstück der Architektur und feiert nicht umsonst in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Mit viel Liebe fürs Detail gestaltet und entwickelt ist es wahrlich ein Juwel dieses Standorts. Das kann man klar sagen. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal hier bei Nachgefragt. Auf Wiedersehen.